Moin allerseits und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und ja, ich weiß, ich sehe jetzt ein bisschen anders aus. Früher war ich ein bisschen schärfer, aber da kann ich jetzt auch nichts ändern. Naja, ich habe mir mal diese komische Kaja-Rüstung, die ich bekam von, wie heißt der Typ mit den ganzen Kabeln im Körper? Silence, genau. Habe ich mir mal angezogen. Ich habe eigentlich... Nach dem Stream letztens bin ich eigentlich wieder hier zurückgekommen, um bei dem Händler nachzugucken, was der eigentlich so zu verticken hat. Und wollte dann hier zurück zu dem Lagerfeuer. Was aber nicht funktionierte, denn... Wo ist das jetzt? Die Quest, die irgendwo hinter den ganzen Zelten da ist, die hat scheinbar eine so große Trigger-Range, dass ich scheinbar, wenn ich hier die Treppe oder die Rampe genauer gesagt hier runterlatschen will, sie scheinbar schon Trigger und dann auch einmal eine Cutscene habe. Das ist ja super. Und das ist jetzt übrigens die Quest, die ich dann auch stattdessen lieber machen will, statt wiederum zurückzugehen. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. So. Ihre Hoheit hilft sehr gern. Urmutter. Die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ja gut. Ich habe viel nicht von dir gehört. Na gut, später. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Vanasha, kannst du mal nachgucken, ob jemand seine Hand in deinen Hintern reingesteckt hat? Weil offensichtlich bist du wohl eine Bauchrednerpuppe. Und derjenige, der dich benutzt, hat wahrscheinlich wohl vergessen aufzuhören, mit dir zu quasseln, beziehungsweise deinen Mund zu bewegen. Oh Mann, diese Deutsch-Englisch-Synchrone. Daran merkt man sehr, dass das Spiel wohl hauptsächlich auf Englisch alles synchronisiert ist und... Ja, auf Deutsch einfach die Sachen ein bisschen dann komisch rüberkommen, wenn dann die Charaktere dann trotzdem ihren Mund bewegen, aber da kein Wort mehr rauskommt. So, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas sagen, genau. Die wollte ja irgendein Date mit mir unbedingt haben und scheinbar steht sie wohl auch auf mich, wenn sie irgendwas mit meinen Sonnensprossen wohl mag. Und irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Keine Ahnung, das wurde unterbrochen, weil die Katze noch einmal da war. Egal, war bestimmt nicht so wichtig. Wer bist du? Ja, warum nicht? Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Ich sag ja, die steht scheinbar wohl auf mich. Irgendwie meine ich, dass die Stimme irgendwie nicht zu ihr passt. Und was macht eigentlich der Schleier? Der Schleier ist ja so durchsichtig, dass er fast gar nicht da ist. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Ich kann einfach nicht gerade drüber hinwegsehen, dass die Synchro null passt. Ich kann nicht drüber weggucken. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Okay, dann bis später, ne, bei unserem Date. Was ist das jetzt? Ist das das hier?
Das ist das, genau. Uthid, ein beliebter Offizier der Schattenkaja, wurde von Hohepriester Bahavas zum Tode verurteilt. Es muss mehr dahinter stecken, als es auf den ersten Blick scheint. Oh. By the way! Ich habe flüchtige Gedanken, weshalb ich jetzt schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Hi, das ist, du bist groß, kannst du mir deine Sense geben? Oder was weiß ich, was das war? Was wollt ihr gerade sagen, verdammt? Keine Ahnung mehr. Manchmal habe ich Gedanken, die so schnell wieder verflogen sind, das ist doch echt nicht dein Ernst. Vor allen Dingen tote Bäume. Ich glaube, wenn ich hier mir die Gegend angucke, sehe ich bestimmt sehr viele tote Bäume, falls sie nicht schon zu Staub zu fallen sind. Ich sollte lieber mein Pferd rufen. Mein sehr gehörntes Pferd. Ich hätte übrigens beim letzten Mal Pause machen sollen. Ich hätte beim letzten Mal dringend Pause machen sollen. Und ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich weitergemacht habe. Aus irgendeinem Grund wollte ich einfach weitermachen. Warum aber? Keine Ahnung. Ich hätte mich echt dringend Pause machen sollen, weil ich war nämlich wirklich Matsch im Kopf. Weil, ich weiß nicht, ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde später da... Ne, Quatsch. Als ich da unten in dem, Bunker oder was weiß ich, was das da gewesen war, drin gewesen bin. Irgendwas war mit mir und da dachte ich mir, oh fuck, das war ein Fehler, hier runterzukommen. Das war so ein großer Fehler. Was? Ah, ja, schön. Toll. Da hinten sind auch Maschinen. Und als ich dann raus war und den Stream dann irgendwann beendet habe, ich war so fertig. Ich war so fertig mit dem Leben. Mein Kopf wollte überhaupt nicht mehr mitmachen und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich so ein bisschen benommen und müde gefühlt. Wer weiß der Geier, warum eigentlich das so war. Vielleicht war das einfach, weil die Luft hier in dem Raum, die war so stickig verbraucht und warm und vor allen Dingen... Eventuell habe ich wahrscheinlich vor allen Dingen auch zu wenig getrunken, wer weiß. Obwohl ich eigentlich hier... Weiß nicht, ich hatte eine Tasse Tee gesoffen und was war das noch? Einen halben Liter aus einer Dose. Irgendwas mit Maracuja war das gewesen. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu wenig, was ich da getrunken habe in 6,5 Stunden. Mhm. Definitiv. Ich sollte übrigens mal meine Rüstung austauschen, wenn ich schon hier bin. Ich weiß nicht, Rüstung, ne? Ich habe mir mal von der Rüstung die schwere Version geholt, die 3 Modifikationsplätze hat. Warum ich die mir aber geholt hatte, keine Ahnung. Ich wollte sie wahrscheinlich wohl einfach mal richtig ansehen. Also so quasi hier direkt im Spiel, statt halt nur in der, in diesem einen Bild. Aber angezogen hätte ich sie ja eigentlich nie, weil ich latsch die ganze Zeit mit der Tarnrüstung durch die Gegend. Ich meine, ich habe ja selbst die andere Rüstung, die Nahkampfwiderstand hat. Die habe ich ja nur einmal... Wie Vanasha gesagt hat. Ah. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Die habe ich ja nur einmal angezogen gehabt und habe sie dann sehr schnell wieder ausgetauscht. Weil ich es besser fand, wenn ich schneller wieder die Agro von den Gegnern verliere, als Schaden zu widerstehen. Die Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Okay. Ich frage mich, ob ich hier eigentlich auch Texte finden kann, die so ein bisschen schon auf den Sequel hinweisen könnten. Da wäre doch schon irgendwie gar nicht mal so schlecht, wenn man dann hier Dinge findet, womit man dann schon eine gewisse Ahnung haben könnte, kleine, was einen dort erwartet. Du wirst mir sicher helfen. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Warum enden die denn hier? Ich meine, hier müssten doch definitiv... Ja, okay, keine Fußspuren. Ja, wobei, doch, Fußspuren müssten hier theoretisch auch findbar sein mit dem Fokus, oder nicht? Man ist ja nicht so, als wenn die da hinten Fußspuren sehen würde. Ich meine, dafür braucht die dann auch keinen Fokus. Hm, was? Achso, auf einer Kante. Da. Habe ich einen in der Waffel oder sind die wirklich alle nicht mehr so richtig gelb, sondern nur noch so pastellfarben gelb? Vorher waren die ganzen Dinger fast schon knallig gelb, jetzt sind sie fast unerkennbar. Unerkennbar, fast nicht mehr zu erkennen.
Ach was, wie, hier gibt es zwei Pfade? Scheinbar. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Siehste? Sag ich ja, jetzt bin ich hier oben irgendwo auf einem Berg. Jetzt hat sie plötzlich irgendwelche Fußspuren? Da glaube ich der doch nicht. Da glaube ich der überhaupt nicht. Ah, ich kann die untersuchen. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Ja, dann mach das mal. Sag ich ja, Fußspuren. Wenn du auf harten Felsen Fußspuren finden kannst, dann kannst du die auch an der Wand finden. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbaren. Hast du gerade gesagt, Glitzerhabichte? Was sind denn bitte Glitzerhabichte? Oder habe ich jetzt gerade einfach nur falsch verstanden? Was ist der Rest von denen? Super Kamera. War der gerade am Springen gewesen? Das wird dir nicht gefallen. Oh! Wait a second, da fällt mir gerade was ein. Whoopsie. Schnell mal wieder zurückstellen. Hat keiner gemerkt. Ah ja, die mysteriöse Kiste, genau. Das ist übrigens die Quest, die ich bekam, als ich bei dem Typen in Meridian gewesen war, der hier irgendwelche Sachen sammelt. Bei dem konnte ich dann die Kiste eintauschen, oder beziehungsweise bei dem kann ich die Kiste eintauschen, wenn ich dann sämtliche Death Stranding Items habe. Wo ich die aber alle finde? Keine Ahnung. Die will ich mir gegebenenfalls auch noch gerne holen. Da gucke ich mir auch gegebenenfalls, wenn nötig, auch irgendeinen Guide an oder so. Hauptsache, ich finde die mal und sehe dann, was da eigentlich in der Kiste ist. Ach verdammt, der brennt doch noch gar nicht. Der brennt doch noch. Der eine lebt immer noch? Why? Mein Gott, sag mal. Da habe ich das alles schon verlangsamt und trifft trotzdem nicht. Hab ich dich. Ist der eine weg? Da sollte ich vielleicht nicht drin stehen. Ich glaube, der andere ist weg. Von hier aus gegangen. Ich bin auf jeden Fall kein Robin Hood. So viel steht schon mal fest. Ist das eine Heilpflanze? Nein, das ist keine Heilpflanze. Wer will denn so eine Feuerwurzel haben? War hier nicht gerade was? Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Was genau macht er mit diesen ganzen Klamotten? Und vor allen Dingen, warum sind die ganzen Viecher hier oben? Grauhaarwichte? Okay, Verwüster.
Und der soll die Verwüster vernichtet haben? Der nächste ist ein Treffer. Ach so. Uthen? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthen. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Die Rüstung von dem hat was Samurai-mäßiges. Ja, der hat was Samurai-mäßiges. Finde ich cool. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann. Mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Warum gehst du dann nicht nach Meridian? Oder wirst du da als Mörder gesucht? Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Avad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon... Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten? Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killern. Wer? Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Hab sie! Hier drüben! Und wer seid ihr? Seid ihr irgendjemand Besonderes oder so? Weil, falls nicht, okay, der eine schmiert sich da gerade mal eben fast selber. Was ist mit dem los? Hat er irgendwas in die Luft gejagt, stolpert und fällt mal eben fast der Klippe runter oder was? Ach, warum schieße ich eigentlich da? Nee, Quatsch. Warum schießen die einfach damit? Hier, komm. Schönen Silvester auch. Wenn ich ihn mal treffen würde. Kannst du mal stehen bleiben? Ich möchte dich umbringen. Danke. Bist du gerade runtergelatscht? Ist schon gerade klar, dass du da in einem Bombenfeld reinlatscht? Ja, das ist ja schön. Und warum latscht der da neben mir? Hier, mach einen Abflug.
Bye. Wir schicken den Rest nach, sobald sie an. Oh. Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen. Schieß doch nicht mit Pfeilen. Ich schieß mit Bomben. Warum schießt sie nicht auch mit Bomben? Wobei, das wäre vielleicht nicht so gut. Ach, Menno. Ja, mach eine Rolle. Hinterm Felsen. What? In letzter Sekunde sich nach oben gedreht. Oh, diese blöden Hampelmänner hier. Das war ich nicht. Warum stehst du jetzt da oben? Okay, ja. Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln. Wir können sie noch erledigen. Oh, hey, noch mehr voll Idioten. Wer war das? Ich habe einen getötet, ich weiß aber nicht wen. In Bewegung bleiben! Wer bist du denn jetzt? Achso, du bist der Typ, okay. Hast du explosive Pfeile? Hey, hat den Typen hier eingeladen. Ja, ey, sag mal. Was hat der Felsen getan? Ey! Ja, schönen Dank. Nein. Steh mir doch nicht in der Schussbahn. Gott, du spielst ja wie so ein Random in einem Shooter. Und ich spiele nicht besser. Verdammt. Oh, endlich mal ein Kopfschuss. Komm mit. Ich habe oben noch Vorräte. Das sollte ich schnell... Was wolltest du gerade sagen, Eloy? Da sollst du schnell zugreifen, ja, dann mach das mal. Ach was, wie? Da oben kann ich nicht hochklettern? Was ein Beschiss. Der ganze Loot, der mir da flöten geht. Die ganzen Heiltränke vor allen Dingen. Ich will die Rüstung von dem, weil ich glaube, die Rüstung würde an mir nicht so toll aussehen. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Okay, eine Heilpflanze, eine Kiste mit irgendwelchen Vorräten und ein paar Äste. Geiler Vorrat. Und noch eine Heilpflanze. Und noch ein paar Äste. Sag mal, Kollege, dein Vorrat ist aber verdammt spärlich. Geht schon los? Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Du und dein bescheuerter Helm. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. So, deine ganzen Medaillen hast du wahrscheinlich nicht umsonst verdient. Okay. Gib mir die Heiltränke hier. Schieß mich an. Ich bin gerade Vorräte am Suchen. Was da oben? Das ist, glaube ich, eine fette Knarre, richtig? Oh ja, geil. Ist das auch Teil deines Vorrats? Au.
Ja, komm her. Oh. Vorsicht, links. Aber meine Meister fangen jetzt erst an. Oh, geil, ich hab einen Soundbug. Oh, der ist aber weg. Schieß mich nicht an, habe ich gesagt. Hier. Spiel mit dem Diskus. Ist der Kollege da oben gerade nicht gestorben? Der kommt schon mit dem klar. Ah, verdammt. Sag mal, wo kommt ihr alle her? Weißt du was? Okay, wo bin ich denn hier? Keine Ahnung. Falls du runterkommst, dann... Okay. Ich hab da eine Falle gelegt. Warum bist du da nicht reingelatscht? Lass mich hier... Okay, ja klar, jetzt lass mal die... Das soll ein Kampf gewesen sein? Na, halt die Fresse! Das soll ein Kampf gewesen sein, ne. Den Scheibenwerfer zu benutzen ist irgendwie nicht so geil hier. Oder vielleicht schon, aber... Ja, weiß ich nicht. Ach komm, hampel doch nicht rum. Wie kannst du als Bogenschütze die ganze Zeit wie bescheuert rumhampeln? Oh Mann. Ja? Zurück. Ich brauch dich hier. Ja, kein Problem, ich bin zurück. Dann komm doch! Wenn das nicht mal eine Todesfalle ist. Und hab. Oh, das ist in der Cutscene. Hierher! Holen wir sie uns! Wait, ich hab grad den stillen Schlag machen können. What? Oh wow, wie hab ich den da gerade verfehlen können? Vorsicht! Links! Aber meine Meister fangen jetzt erst an. Los, Jungs! Oh, drei Stück von denen. Cool. Ah, die sind aber auch ziemlich begierig nach mir gerade. Die wollen unbedingt mich töten. Die sind nicht wie Rotschlund und greifen die ganze Zeit nur den NPC an. Und irgendwann dann mal mich? Nö. Die sind so hyper-aggro, dass die ganze Zeit nur mich angreifen wollen. Dass sie sich mit ihren Stäben nicht selber in die Luft jagen. Ja, nee, ich glaube eher, die hatten gar keine Chance, weil ich ständig mit irgendwelchen Granaten geworfen habe. Ja. Ich glaube, da hat gerade jemand einen explosiven Pfeil in den Kopf bekommen. Stell dich mir entgegen und stirb! Sag da und man hört jemanden schreien. Wo? Wir haben doch gerade erst angefangen. Das war der letzte Meister. Havas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Was ist? Die Cutscene habe ich gerade schon gesehen. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Es ist dieselbe Cutscene, die habe ich auch gerade schon gesehen. Da hast du aber gesagt, schnapp dir alle möglichen Vorräte, die du finden kannst. Warum kann ich jetzt links hochklettern und rechts laufen?
Das eine jetzt ein alternativer Pfad und der andere ist jetzt ein Pfad, damit du dann Loot sammeln kannst oder wie, was? Hier draußen wird es nicht wärmer. Oh wow, was du nicht sagst, Sherlock. Darüber, dann haben wir ihn. Meinst du nicht, dass er schon längst abgehauen ist? Nein, ist nur so eine Vermutung. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Welche Sonne? Es ist Nacht. Der Typ sieht einfach so bescheuert aus. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Skalpiert die Wilde. Helix verlangt die Blut von Sonnen. Und so sei. Au! Ich bin schon viel länger Soldat als dieser. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Ich sehe gerade, der Schaden ist nicht gerade effektiv gegen die. Ich hätte gern meinen Scheibenwerfer, aber leider habe ich den gerade hier nicht. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Oh, what the fuck? Was macht der denn bitte für ein Damage? Ah, leider kann man die nicht scannen. Ey, nächste Nähe, ich treffe den aber nicht. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Alter! Ich treffe den nicht, dabei steht der nur 2 Meter vor mir. Hey, lass das. Ja, da war echt extrem viel Schaden. Holla die Waldfee. Was für ein Level haben die bitte? 22? Die sind Level 22. Alter! Die sind Level 22, machen so abartig viel Schaden. What the fuck? Was haben die für Steroide genommen? Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Alter, ist nicht dein Ernst. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Bringt das was, die zu vereisen? In seinem Sitz. Oh. Okay, ist jetzt auch egal. Holla die Wald, wir haben die einen Damage gemacht. Das kam mir vor, als wenn ich hier komplett unterlevelt bin. Warum sollte ich jetzt mit Bahavas reden? Sollte ich den nicht lieber einen Kopf kürzer machen? Warum will ich eigentlich mit jedem reden, der mich töten will? Aber wie soll ich hier hochkommen? Achso, ich soll jetzt mit ihm reden, ne? Genau. Beziehungsweise mit seiner Hilfe da hochkommen. Was auch immer ihr dir angeboten hat. Ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Bahavas ist wirklich verdammt dumm, wenn der nicht versucht abzuhauen. Ich meine, er hätte runterspringen können. Versuch wäre es wert gewesen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen.
Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Wie ich sehe, bist du immer noch sehr schön asynchron. Und ist dir nicht eventuell kalt? Ich meine, du hast sehr luftige Klamotten an. Und hier oben wird's bestimmt so ungefähr minus 1-2 Grad sein? Mein, hey, liegt Schnee. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Da glaubst du doch wohl selber nicht. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Da fällt mir gerade so ein bisschen ein. Was ist eigentlich mit diversen Quests, die eventuell erst nach einer bestimmten anderen Quest freigeschaltet werden? Weil nämlich die eine Quest, wo ich so einem Typen in der Nähe von so einer Jägerprüfung am Flussufer liegen sah, die Quest von dem Typen, ich glaube das war die, wo ich dann diesen Grauhabichtangriff hatte, die habe ich erst kriegen können, nachdem ich eine ganz andere Quest abgeschlossen hatte. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche das genau gewesen war. Aber wie sieht es mit anderen Quests aus? Wie zum Beispiel jetzt diese hier. Wenn ich diese abgeschlossen habe, okay, die Folgequest dann ist dann natürlich dann die, die ich dann kriege. Aber wenn ich diese Quest abgeschlossen habe, welche andere Quest taucht dann ganz woanders auf? Eventuell gibt es ja vielleicht ja sogar einige Quests, die vielleicht noch keiner gemacht hat, weil, wer weiß, vielleicht gibt es ja eine, die erst dann freigeschaltet wird, sobald alle anderen Quests abgeschlossen worden sind. Und die ist irgendwo am Arsch der Welt, am Rand der Karte quasi. Aber es weiß keiner, weil keiner ist da hingegangen. Kann ja sein. Wobei Dataminer werden bestimmt dann irgendwelche Infos herausgefunden haben, wo was ist. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Ja, und wann können wir endlich ausgehen? Die Noha sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Ah, ja, weiß ich ja. Vielversprechend dann. Rede mit 3C Huadif. Warum glaubst du, dass Awad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse.
Nervös beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Nicht mal in Gegenwart hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Aha. Kommt noch was? Die Nora sagte, du hilfst. Okay, das ist eine Wiederholung. Meridian. Das ist eine Wiederholung. Ich glaube, die Quest habe ich gerade automatisch angenommen, richtig? Schachzug der Dame. Vanasha hilft dem Kindkönig Ataman. Oh, das ist so ein komischer Name. Und seiner Mutter Nasadi den Schatten Kaja den Rücken zu kehren und nach Meridian zu fliehen. Aber der Weg ist gefährlich und man wird sie mit Sicherheit verfolgen. Hört sich auf jeden Fall nach einer interessanten Quest an. Apropos Fähigkeitenpunkte. Habe ich was hier zu kaufen? Nein, kann ich nicht kaufen. Kann ich auch nicht kaufen. Ist uninteressant. Gut, dann bin ich weg. Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Ah, ich port mich weg. Wohin geht's zurück? Was ist das da? Rede mit 13. Achso, der ist hier unten. Okay, dann port ich mich mal dahin.